Shirley Suarez. Ich habe eine wunderbare Geschichte gemacht mit Barbara Bonney, diese wunderbare Weltsopranistin, die begonnen hat, Kleider zu designen. Und ich habe damals geschrieben, sie hat Gewebe mit Tönen sozusagen gewebt und sie haben das fotografisch wirklich in Szene gesetzt. Nun sind sie heuer bei den Festspielen hier. Willkommen, ich freue mich ganz wahnsinnig. Und sie haben die Pamina in ihrer ganzen Körpersprache sozusagen fotografisch erfasst. Wie haben Sie die Zusammenarbeit erlebt? Also das war wirklich eine einmalige Erfahrung sozusagen mit ihr zu arbeiten. Marley Hartelius ist Pamina in das Labyrinth und die war einfach so eine unkomplizierte, nette, tolle, natürliche Frau. Das war wirklich nur, wir waren in einer Stunde sofort fertig, sie hat es großartig gemacht. Das war total entspannte Atmosphäre mit ihr und super toll mit ihr zu arbeiten. Aber die Pamina ist ja eine in einer Zauberwelt lebende Figur und Sie haben sie eigentlich, so wie ich das verstehe, sehr puristisch, nur mit Körper und unauffälliger Kleidung dargestellt. Was war Ihre Motivation, sie so zu fotografieren? Also für mich war auch ganz wichtig, vorher sie mit ihr vorher zu treffen, natürlich ein bisschen mehr über sie als Sängerin zu erfahren. Wir haben uns ziemlich lang unterhalten, einen Tag vor dem Fotoshooting, welche Outfits und so weiter. Und Gott sei Dank hat uns Barbara Bonney das Kleid, was sie an dem Tag getragen hat, ist ein wunderschönes Seidekleid, wie Sie sagen, sehr puristisch, lang in weiß und schwarz. Und also das hat super gepasst, sie hat sich super wohl gefühlt auch und es war einfach großartig. Super Arbeit, wirklich. Und Sie freuen sich auf die Premiere? Natürlich. Okay. Besonders auf die Premiere, ja. Danke vielmals. Bitte sehr gerne. Danke.